Also die Rolle Zilla ist ziemlich aggro. Aggroer, als ich es wirklich bin. Und die ist nur am Fluchen. Fick dich! Es ist tatsächlich so entstanden, dass ich nach einem richtig beschissenen Gespräch mit einem Produzenten total am Boden zerstört war. Und Carsten war der erste Mensch, den ich danach getroffen habe. Und ich habe mich so ausgeheult bei ihm und habe gesagt, ich würde so gerne mal erzählen, wie das war und wie es mir ging. Und ich würde so gerne mal eine Serie darüber machen, wie es wirklich ist. Zilla in der Serie ist ja ziemlich oft schlecht gelaunt, aber das versteht man auch, weil sie wurde gerade verlassen, sie ist beruflich läuft es total schlecht und sie hat totale Existenzängste und was mache ich jetzt? Aber natürlich haben Menschen auch Zeiten und mal läuft es gut, mal nicht, aber im Privatleben würde ich die Leute nicht so beleidigen, also nonstop, auch nicht mein Manager. Also nicht so hart. Also klar sage ich auch mal, fick dich, aber im Moment geht's mir gut. Ich habe mich neu verliebt. Ich habe geheiratet. Ich wurde nicht vorm Altar stehen gelassen. Und deswegen, es läuft beruflich gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Zilla ist back in business. Mir ist einfach wichtig, dass die Leute mich sehen. Also so sehen, wie ich bin und nicht das sehen, was sie sehen wollen. Oder das, was die Presse vorgibt. Die Presse macht ja manchmal, steckt einen in Schubladen oder macht aus einem etwas, was man eigentlich gar nicht ist. Und viele Leute glauben das dann. Damit hatte ich oft zu kämpfen. Na, wie geht's dir? Wie geht's dir? Also vor Ralf hatte ich am Anfang extrem Angst. Also der kam ja ans Set und war sehr laut und war sehr dominant und der hat mich tatsächlich einen Tag vorher auch angerufen und hat gesagt, so, ja, Mäuschen, ich mache das für dich und wir werden schon dafür sorgen, dass du in Zukunft richtig gute Angebote bekommst. Ich weiß, die Leute unterschätzen dich, aber das ändern wir. Ich bin ja schließlich dein Manager. Und das fand ich so süß, weil er schon so in seiner Rolle drin war und auch verstanden hat, warum ich das eigentlich will. Also ich möchte ernst genommen werden und nicht mehr unterschätzt werden. Und er hat es sofort verstanden. Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen. Also, dass diese Serie überhaupt irgendwann mal gedreht werden wird. Damit hat sich für mich ein ganz großer Traum erfüllt. Und ich hoffe, dass ihr das unterstützt und dass ihr dranbleibt und dass es euch gefällt und dass ihr noch mehr Geschichten sehen wollt. Weil es gibt eigentlich noch viel mehr zu erzählen. Dafür brauchen wir aber eure Unterstützung und ihr müsst uns da helfen. Deswegen teilt unsere Videos, gebt uns ein Like und es würde mich sehr freuen. Also tschüss, eure Zilla.